Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, wie ich ja, ich glaube, in dem ersten oder zweiten Killer-Video gesagt hatte, zu den Basics, dass ich auch die Basics von den Survivern bringen werde. Quasi hat Whitey Boy auch nur seine eigenen Perks dabei. Sein Outfit passen wir gleich noch an, weil die Weihnachts- und Winterzeit ist ja nun auch schon so langsam vorbei. Wir beginnen mit seiner Hintergrundgeschichte. Während seiner Highschool-Zeit war Dwight verschroben und schlaksig. Er wollte immer einer der Coolen sein, ihm fehlte es aber an irgendwie an Charme. Er probierte es in der Footballmannschaft und wurde hinausgeworfen. Die Basketballmannschaft würdigte ihn keines Blickes und seine Noten waren deutlich unter dem Durchschnitt. An einem Wochenende während einer Ausbildungsübung in seinen aussichtslosen Job führte Dwights Chef die Mitarbeiter tief in den Wald, bevor er seinen nach Familienrezept schwarz gebrannten Schnaps zum Vorschein brachte. An seinen ersten Schluck konnte Dwight sich noch erinnern, doch als er spät am nächsten Morgen aufwachte, war er völlig allein. Die anderen hatten ihn in der Nacht einfach zurückgelassen. Wieder einmal zum Gespött aller gemacht, versuchte Dwight, einen Weg aus dem Wald zu finden. Seitdem hat niemand mehr etwas von Dwight Fairfield gehört. Auch schon echt mies, ne? Ich meine, es gibt nun mal auch ein paar Außenseiter und sowas, da sollte man die jetzt nicht so einfach im Wald zurücklassen. Also jetzt mal, oh, naja. Er hat die Talente Bindung, schaltet das Potenzial in der eigenen Auralesefähigkeit frei. Die Auren von Verbündeten werden dir angezeigt, wenn sie sich im Umkreis von 36 Meter befinden. Beweise dich. Erhalte einen Reparaturgeschwindigkeitsbonus von 10% für jeden anderen Überlebenden, der innerhalb eines Umkreises von 4 Meter an einem Generator arbeitet. Derselbe Bonus wird außerdem auf alle anderen Überlebenden in Reichweite angewendet. Anführer. Du kannst ein Team zusammenstellen, um effizienter zusammenzuarbeiten. Erhöht die Geschwindigkeit der anderen Überlebenden für folgende Aktionen um 25%, wenn sie sich in einem Umkreis von 8 Meter von dir aufhalten. Heilung, Sabotage, Retten vom Haken, Zerstörung von Totems, Öffnen von Ausgangstoren und Aufschließen von Truhen. Überlebende können jeweils nur von einem Anführereffekt profitieren. Verlässt ein Überlebender den Wirkungsbereich des Anführertalents, dauert der Effekt noch 15 Sekunden lang an. Ja, früher gab es ja bei dem Beweise-Dich-Perk noch 100% Bonus-Blutpunkte, wenn man den auf Stufe 3 hat. Auf Stufe 2 75 und auf Stufe 1 50%. Ist ein bisschen schade, dass die das rausgenommen haben. Aber man kriegt ja jetzt im Allgemeinen ab und zu mal Bonus-Blutpunkte oder mal 2 Blutpunkte, kommen ja auch relativ häufig in letzter Zeit. So. Ich ändere jetzt mal nochmal sein Outfit. Ich hätte gern genau das hier, was es beim letzten Event hier gab. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Und wir sehen uns gleich in der Runde wieder. So, wir sind ausnahmsweise mal nicht auf Yamaoka, sondern sind auf dem Backwater-Sumpf. Bin ja mal gespannt, was wir für einen Killer haben. Ich meine, das ist jetzt gerade auch wieder eine. Ah, vielleicht war das ja der Killer, der da hingegangen ist. Vielleicht sehen wir ihn schon. Müsste sogar wirklich der Killer gewesen sein, weil da oben ist ja ein Generator, eine Truhe und ein Totem. Aber wir sehen soweit nichts. Jetzt geht Ash da hoch. Können Ash ja mal hinterhergehen. Ah, hier ist sogar gleich der Gen. Arbeiten jetzt natürlich auch ein bisschen schneller durch den Perk Beweise dich. Bindung sehen wir ja hier schon. Ich finde. Oh, wir haben den Feinsteller. Oh, auch nicht schlecht. Ich muss persönlich sagen, ich finde es immer relativ gut, Bindung dabei zu haben, weil man halt einfach so die anderen Überlebenden sieht. Und man halt auch sehen kann, okay, sind die jetzt in der Jagd? Was machen die? Sind die bei mir in der Nähe? Ne? Oder wenn jetzt die Überlebenden verletzt sind oder so, ne? Ja, da renne ich jetzt mal schnell hin, heile den. Also manchmal spinnt meine R1-Taste. Und was ich natürlich bei Claudette beispielsweise cool finde. Ah, nee, das bequatschen wir dann, oder? Ach nee, komm. Ich kann es ja gleich sagen. Was ich bei Claudette auch relativ cool finde, ist, dass sie, achso, er macht da oben die Kiste auf, dann gehen wir in den Keller und machen die auf. Dass sie einen Perk dabei hat,
Wenn ein Überlebender verletzt ist, dass der dann im bestimmten Umkreis angezeigt wird. Und dadurch kann man den natürlich auch sehen und dann auch heilen und sowas alles. Ein Medikit ist nicht schlecht. Ich weiß nicht, campt der Killer, campt der? Oh, jetzt dachte ich. Aber die andere, die scheint auch gar nichts zu machen. Kann das sein? Ah, jetzt sitzt sie an einem Gen. Ich gehe mal hin. Vielleicht kann ich sie ja noch retten, bevor sie... Oh. Okay, ich versuche mal, den Killer so in meine Richtung zu jagen. Ash, geh retten, los! Ah, Mist, jetzt hat er uns einmal. Nee, einen Keller möchte ich nicht bei so einem Camper. Ah, ich habe hier keine Palette. Ah, schade. Ah, Mann, das ist doch Mist. Aber... für meine Verhältnisse bin ich relativ gut abgehauen. Das ärgert mich jetzt natürlich. Deswegen Killer dabei. Naja gut, okay. Ich glaube, ich hätte genau das gleiche gemacht. Weil hier sind halt... Das ist halt wirklich eine perfekte Möglichkeit. Aber warum er halt aber auch so ein kleiner Arsch ist, ne? Ist, dass er es genau vor uns hingetan hat. Er kommt wieder zurück. Ja, er bleibt halt hier in der Nähe, ne? Gut, die beiden heilen sich gerade. Ich weiß nicht, wenn das hier so zur Hälfte voll ist, kann man sich denn da auch schon befreien? Okay. Nein, geh nicht von der anderen Seite. Da hat er doch eine Falle hingelegt. Sehr schön. Ja, es war ja halt klar, dass er uns verfolgt, ne? Allerdings muss ich aber auch sagen, ich finde es von der anderen halt auch ein bisschen... Nein, bitte nicht. Oh. Die hätte sich ja wenigstens mal vor uns schmeißen können. Jetzt kommen wir halt in den Keller und ja. Das bringt uns jetzt halt auch gar nichts mehr. Ja, Mann, nice. Ja, sehr schön. Okay. Nee, Tutomoku hast mich gar nicht geholt. Also darfst du mich auch nicht retten. Nein, du darfst mich nicht heilen. Du hast mich nicht geholt. Du hast nicht mal die Anstalten dazu gemacht, mich zu retten. Nö. Die andere, die hat ja... Also, die hat zwar mich gerettet, aber die hat nicht mal einen Schlag getankt oder sowas. Fand ich auch ein bisschen gemein. Aber naja, gut, ne? Man macht... die anderen machen ja nicht immer das, was man selber halt auch macht, ne? Das ist halt der Unterschied. Die meisten... So, es gibt halt auch schon... Survivor, die halt hauptsächlich nur an sich denken. Der Ash ist auch sehr gut im Abhauen. Möchte ich jetzt auch gerade nochmal dazu sagen. Ich setze mich jetzt mit ihr an einem Gen. Damit wir Beweise dich noch ein bisschen ausnutzen können. Aber Ash sehe ich jetzt hier durch Bindung aber gerade auch nicht. Warte mal. Ich mach mal hier noch mit, also dieses Totem hier auch nochmal mit weg. Weil meistens haben ja diese Camper-Killer und so, haben ja meistens auch Nöte dabei. Okay, er hat von ihnen abgelassen. Muss man jetzt mal hier ein bisschen vorsichtig sein. Oh, das war ja... Okay. Ah, er läuft ihr hinterher. Glaube ich.
Jetzt ist er wieder bei Ash. Okay, hier hinten bei uns ist auch ein Ausgang. Ich werde dann gleich zum Ausgang rennen. Und zwar... jetzt, kann ich nämlich jetzt schon mal den Ausgang öffnen. Und eventuell schafft es Ash auch, zu unserem Ausgang zu kommen. Und ich könnte eventuell auch noch einen tanken. Ja, hier. Komm her. Und mach du den Ausgang auf. Ich habe Anführer dabei, den geht schneller. Sehr gut. Okay, sie macht den Gen auch nicht komplett auf. Hinten ist halt auch noch ein Ausgang, da wo die rumlaufen. Ich will halt auch versuchen... Scheiße! Ja, das ist jetzt kacke. Okay, das heißt, wir müssen jetzt versuchen, sie hochzuheilen. Wir haben, wie gesagt, Anführer dabei. Dadurch geht der Ausgang jetzt ja auch schon mal schneller auf. Nein, nein. Ja, so ist gut. Lass dich doch erstmal heilen, du dumme Nuss. So. Weil wenn wir denn nämlich zu dritt gleich mit der Rebecca, mit der Cheryl da noch hingehen, dann können wir den Killer auf uns drauf locken. Und können damit echt zusammen abhauen. So, auf geht's, Leute. Los, kommt. Zu dritt jetzt. Sehr gut. Huhu. Okay. Ah, sehr nice. Och man, Leute, kommt. Hinter Ash laufen. Sehr schöne Teamarbeit auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Gut. Und raus. Gut, die anderen beiden sind auch rausgekommen. Ach, das jetzt am Ende, das war jetzt wirklich sehr, sehr gute Teamarbeit. Hat man auch nicht mehr oft bei Dead by Daylight, muss ich sagen. Dass wir alle zusammen an einen Strang ziehen. Gut. Haben wir jetzt zwar keinen Pip bekommen. Aber hier, das hier war der Killer. Brutal, verbittertes Gemurmel. Brutale Stärke. Unerbittlich. Und Pirscher, okay. Oh, das sieht aber cool aus hier mit dem Zeichen und dem Wald. Finde ich nicht schlecht. Cool. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dass ich euch Schweiz sein Bild sehr gut zeigen konnte. Ich finde es auch gut, dass wir, dass die beiden Ausgangstore jetzt schneller durch uns aufgehen konnten, weil wir Anführer dabei hatten. Beweise dich, haben wir auch voll und ganz auskosten können. Einmal mit der Cheryl und einmal mit dem Ash. Und Bindung, ja, war halt ganz einfach für uns gut. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, tschüss.